Vor ein paar Jahren, als ich mich mit meinem chinesischen Lehrmeister unterhielt, da hatte ich natürlich auch mal wieder mein Smartphone in der Hand. Und es kam mir in den Sinn, dass ich viel zu viel Zeit mit diesem Ding hier verbringe. Ist ja schon fast eine Sucht. Oder ist es eine Sucht? Ich habe meinen Lehrer gefragt, bin ich Smartphone-süchtig? Und er sagte, boah, du hast noch ganz andere Süchte. Und die musst du erst mal wegbekommen, loswerden, bevor du wirklich du selbst bist. Okay? So viel trinke ich doch gar nicht. Oder ich weiß jetzt gar nicht, welche anderen Addictions, so heißt es ja in Englisch, ich mir noch abtrainieren müsste, damit ich wirklich ich selbst bin. Oh, Eric, deine größte Sucht ist Multitasking. Ups, Multitasking ist eine Sucht? Ja, wenn du zu viele Dinge auf einmal machst, dann bist du nicht fokussiert. Dann bist du nicht der Mensch, der du bist. Dann bist du viele Menschen, viele Rollen in einem. Okay, so habe ich das noch nie gesehen. Multitasking fand ich immer als eine besondere Gabe. Was für eine Sucht habe ich denn noch? Jetzt wurde ich nämlich wirklich neugierig. Was könnte denn da jetzt noch auftreten? Du vergleichst dich zu häufig. Es ist eine Sucht, sich zu vergleichen. Ja, das zeigt Unsicherheit, dass du nicht weißt, wer du bist. Du kannst nicht selbst reflektieren, du benötigst andere zum Reflektieren. Und deshalb kann das auch zu einer Sucht werden. Oh. Okay, was denn noch? Du gibst viel zu früh auf. Ich gebe zu früh auf, ich bin schon 4 Jahre hier. Das ist doch nicht zu früh aufgegeben. Du hast oft genug schon zu früh aufgegeben. Beim Putzen der Treppe, beim Lernen deiner Vokabeln, beim Zuhören, aber vor allen Dingen bei deinem größten Lernsatz. Lerne, still zu sein. Lerne, den Mund zu halten. Lerne, zuzuhören. Da gibst du viel zu früh auf. Okay, nehme ich auch noch mit. Gibt es denn welche Süchte, die ich nicht habe, die aber andere haben und die sie daran hindern, sich selbst zu verwirklichen? Ja, alles kontrollieren zu wollen, alles vor sich zu haben, alles in irgendeiner Weise in den Griff zu bekommen, sich nicht dem Leben, dem Fluss anzuvertrauen. Das ist auch eine Sucht, die Kontrolle. Die größte Sucht, die Menschen haben, die sie daran hindert, zu wachsen und sich zu verwirklichen, ist die Komfortzone. Dort gibt es Alltag und Routine und auch die kann eine Sucht darstellen. In Routine und Alltag, da wächst wenig bis gar nichts. Dort ist keine Reibung und genau die benötigst vielleicht auch du für deine Selbstverwirklichung. Raus aus den Süchten und nicht nur den offensichtlichen, sondern den versteckten. Wenn dir das Video gefallen hat, ich freue mich auf dein Like. Abonniere meinen YouTube-Kanal. Ich sehe dich.